Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Ehring. Herr Spahn, Sie haben schon viel versprochen und wenig gehalten. Zuletzt waren es ja kostenlose Schnelltests für alle ab März. Da hat Kanzlerin Merkel Sie persönlich zurückgepfiffen. Hat Sie das ein wenig nachdenklich gemacht? Ja, durchaus. Schauen Sie, ich kann den Unmut der Bürgerinnen und Bürger absolut verstehen. Aber wir sollten jetzt wirklich nicht den Fehler machen und vorschnell auf Angela Merkel eindreschen. Frau Merkel tut ihr Bestes und sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Mir geht es um Sie, Herr Spahn. Sie haben zum wiederholten Mal etwas angekündigt, von dem klar war, das ist nicht zu halten. Man spricht inzwischen schon vom spanischen Versprecher. Noch nie gehört. Vieles würde ich natürlich mit dem Wissen von heute anders versprechen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, wir machen Fortschritte. Die Impfzentren stehen und die Massenimpfungen sind im vollen Gange. Aha, wo? Wie? Wo? In Israel und Großbritannien. Ja. Aber Herr Ehring, wollen wir uns jetzt hier in geografischen Haarspaltereien ergehen oder wollen wir einfach mal sagen, wir sind auf einem guten Weg? In Deutschland sind wir gerade dabei, die über 80-Jährigen erfolgreich zu impfen. Und denjenigen, die jünger sind und noch warten, kann ich nur sagen, habt noch ein wenig Geduld. Irgendwann werdet auch ihr über 80 sein. Aber Herr Spahn, das ist doch keine Perspektive. Und ich kann Ihnen auch versprechen, die Impfstoffmengen steigen. Deswegen werden wir ja schon ab März dann die Hausärzte hinzuziehen und spätestens ab dem Frühsommer dann auch die Zahnärzte, die Tierärzte und die Kfz-Mechaniker. Herr Spahn. Dann auch die Nagelstudios sowie die Kioske und die Autobahnraststätten. Damit werden wir übrigens dann auch eine Durchimpfungsquote von 90-130% erreichen. Herr Spahn, es ist gerade wieder das passiert, was Sie immer machen. Sie haben sich da wieder vergaloppiert. Sie haben schon wieder was versprochen. Das können Sie doch gar nicht halten. Ich meine, wenn das jetzt eventuell nicht so klappen sollte, wie Sie sich das gerade vorstellen, das gerade hier skizziert haben, was machen Sie dann? Herr Ehring, ich habe doch schon sehr früh gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Und schauen Sie, auch da gehe ich mit gutem Beispiel voran. Ich verzeihe mir persönlich nämlich sehr viel. Man könnte aber auch realistisch bleiben und es einfach von vornherein vermeiden, das Blaue vom Himmel zu versprechen. Ja, das könnte man machen, aber für die deprimierenden Prognosen ist ja schon Karl Lauterbach zuständig. Und schauen Sie, Herr Ehring, wenn ich spreche, dann sehe ich so ein Leuchten in den Augen der Menschen. Und darum geht es mir, um diese Zuversicht in den Augen. Ja, und Sie und ich, wir beide wissen ja, wie wichtig der Ausdruck in den Augen ist, seitdem wir alle Masken tragen. Ja, aber wenn diese Hoffnung immer wieder enttäuscht wird, dann führt das doch geradewegs in die Politikverdrossenheit. Ja, das sagen Sie. Ich glaube, dass Sie die Menschen da ein Stück weit unterschätzen. Schauen Sie, ich vergleiche mich da so ganz gerne mal mit Justin Bieber. In welcher Hinsicht? In jeder. Wissen Sie, wenn Justin Bieber singt, You are the only one, dann hören die Leute das gern. Und gleichzeitig ist doch völlig klar, dass ein Justin Bieber das gar nicht jedem Einzelnen garantieren kann. Ja, nur dass Sie eben kein Popstar sind, sondern Politiker. Die einen sagen so, die anderen so. Hat sich denn nun etwas geändert, Herr Spahn? Werden Sie aufgrund der aktuellen Erfahrungen vielleicht in Zukunft weniger versprechen? Herr Ehring, ich kann Ihnen jetzt ja nicht versprechen, dass ich nie wieder was versprechen werde. Aber eins kann ich Ihnen versprechen. Dass ich Ihnen verspreche, nichts mehr zu versprechen, das verspreche ich Ihnen nicht. Versprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Jens Spahn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen, ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?